Im Nordkosovo haben tausende Menschen gegen die Abschaffung des Dinar in dem Gebiet protestiert. In der Stadt Mitrovica warfen die Demonstrierenden der Regierung vor, serbische Institutionen in der Region abschaffen zu wollen. Dort soll bald, wie im gesamten Staatsgebiet des Kosovo auch, der Euro als offizielles Zahlungsmittel gelten. U kliničko-bolničkom centru radi 1600 ljudi. Leče se i Srbi, i Albanci, Bošnjaci, Romi, Goranci. Im Norden des Landes leben mehrheitlich ethnische Serben. Zehntausende bekommen Gehalt und Rente immer noch als Dinar aus Serbien. Seit Anfang Februar erkennt die kosovarische Zentralbank jedoch nur noch den Euro als Zahlungsmittel an. Brüssel hatte im Vorfeld einen Aufschub des Verbots gefordert, um neue Spannungen in der Region zu vermeiden.